Ein fairer, guter, geiler Fight. Ob du eins in die Fresse kriegst, ist scheißegal. Brauchst du dranschlagen, um Respekt zu verschaffen? Sie werden flachgetreten von uns. Und dann kracht's. In den 90er Jahren lernte ich eine Gruppe junger Männer kennen. Ultras nannten sie sich, waren Fans des FC Basel und in der Stadt als üble Schläger bekannt und gefürchtet. Nevio, Frosch, Göck und Jimmy. Sie hatten damals zum harten Kern gehört. Jetzt, gut 20 Jahre später, sind alle über 40 und einverstanden, mir Rechenschaft über ihre Schlägerkarrieren abzulegen. Die Ultras hatten ihre Haut zu einem Schlachtfeld gemacht. Sieht so die Signatur des Bösen aus? Sie zeigen mir ihre Verletzungen von früheren Schlägereien, Schmisse vom Straßenkampf, sichtbares Zeichen ihrer männlichen Unerschrockenheit. Narben der Gewalt. Die glorreichen vier. Wie glorreich seid ihr noch? Tja, glorreich. Vielleicht vom Namen Ultras her. Also, wenn man Ultras sagt, glorreich. Man weiß, wer man war oder wer man noch ist. Oder wer man noch ist, wenn man noch sieht. Aber sonst glorreich, Ultras, das war einmal. Soll auch so sein. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit. Den Ultras gehörte die Stadt. Wo? Ultras. Sag ich mir nicht. Sie wälzten ihre massigen Körper durch die Basler Steinen. Das war ihr Revier. Nach und nach begriff ich, was die Ultras verband. Es war die Begeisterung für den Fußballclub Basel, der Kampf auf der Straße um Anerkennung und Respekt und ihre schwierigen Familienverhältnisse. Bei den Ultras lernte ich neue Wörter kennen. Penalty zum Beispiel. So hieß bei ihnen der finale Fußtritt für einen Gegner, der bereits wehrlos am Boden lag. Oder Schwedenkuss, dem anderen den eigenen Schädel ins Gesicht rammen und ihm so das Nasenbein brechen. Mir ging es nachher viel besser, wenn ich einen runtergehackt hatte. Beim Kampf selbst oder auch wenn ich eins gekriegt hatte, egal. Nachher ging es mir wieder gut. Nachdem ist es mir wieder gut gegangen. Also. Ja, und Jimmy. Jimmy war halt immer ein Rabauke. Aber das ist halt, man musste sich halt durchsetzen. Das ist immer so eine Durchsetzung gewesen. Wenn einer aufmüpfig war, musste man Präsenz markieren, den Jungs zeigen. Wir sind hier in der Stadt, wir haben das Sagen. Wir sind hier in der Stadt, wir haben das Sagen. Das ist halt immer die das ist ein Kampf. Es war ein ständiger Kampf, ganz oben auf der Leiter zu sein und nicht runterzurutschen. Das war für jeden Sinn und Zweck. Du hast deinen Ruf genossen, warst gefürchtet. Jeder kannte dich. Es ist ein besonderes Gefühl, ein Höhenflug. Jeder, der das Gefühl durchlebt, das ist ein Höhenflug von dem her. Logisch, man wäre auch am liebsten Fußballstar oder was immer. Oder irgendwie, weiß nicht was, klar, weil innerlich dann schon. Du denkst, klar, wäre ich lieber ein toller Typ gewesen. War ja toll gewesen oder so, oder? Die Ultras, die sind da! Hurra! Hurra! Die Basler, die sind da!
Hurra! Beim Match tragen wir immer Orange, ob auswärts oder zu Hause. Die Jacke ist Orange. Wir haben Bomberjacken, wir tragen Tops, wir unterscheiden uns einfach. Wir sind einfach unterschiedlich, oder? Wir sind eher für uns, eine Familie. Wir haben einfach einen Totenschädel genommen, vom Namen her, Kommando Ultras. Wobei das Signet nicht unbedingt für Gewalt steht. Es ist einfach allen am besten reingekommen. Das soll die ganze Macht zeigen, die Basel ausstrahlt. Wir sind das Zentrum dieser Macht. Und die anderen, ja, das ist einfach nicht zu beschreiben. Es ist einfach, ja. Hurra! Hurra! Die Ultras, die sind da! Hurra! Hurra! Die Ultras, die sind da! Hurra! Hurra! Die Ultras, die sind da! Beim Fußball, wenn ihr Club siegte, erlebte ich die Ultras in seliger Aufgelöstheit. Dann kamen mir Jimmy und Göck vor wie kleine, glückliche Kinder. Die Kajedore, die große Ekstase von Frosch. Schrie Frosch oder war er den Tränen nahe? Du weißt es jetzt. Ich schmeiß dich vorne runter, aber nicht heute. Als Frosch und die anderen Ultras endlich aus ihrem Traum erwachen, sind sie längst erwachsene Männer geworden. Wie ein Gefängnis, so kommt es mir vor, hatte der Fußball ihr Leben in Beschlag genommen. Als ich 20 Jahre später im neuen Stadion St. Jakob filme, wähne ich mich in einem Hochsicherheitstrakt. Schnell ging's vorbei. Neues Stadion. Die Verletzungen. Gesundheitlich spürst du die halt. Die Jungen, du bist halt wie ein alter König, der abtreten muss, den Jungen den Vortritt geben muss. Das ist halt so. Du weißt, deine Zeit ist definitiv vorbei. Die Jungen kennen dich gar nicht mehr. Ja, nein, es kennen mich noch genug Leute, aber es ist wie sonst im Leben, du musst abtreten. Es gab Präsidenten, Könige, Boxer, sie mussten alle gehen, das ist einfach so. Präsidenten, Könige, Boxer, die haben alle müssen abtreten, das ist einfach so. Es geht halt Leute. Einige kommen damit nicht klar, andere schon. Du kommst damit klar? Ja, für mich kein Problem. Mir ist das kein Problem. Aber die Ultras suchten damals im Stadion nicht nur Vergnügen und Ablenkung, sondern auch Gewalt. Vor und nach den Spielen ihres Clubs verpassten sie kaum eine Gelegenheit, ihr Testosteron hochzufahren und sich mit den gegnerischen Fans zu prügeln. Und dann ging es ab, die dritte Halbzeit, die der Schlägereien. Vaffanculo, leck mich am Arsch. So versuchte der glatzköpfige Nebio den Gegner im Stadion zu provozieren. Und nachher ging die Suche nach Zoff auch in der Stadt weiter. Hattest du nie ein Verfahren oder Scherereien wegen Gewalt auf der Straße? Oh doch, im Stadion, auf der Straße, allgemein. Straßenverfahren, allgemein.
klein so. Also Diebstahl und so. Hehlerei und einfach Sachen. Einfach Dinge, die man in diesem Alter tut. Blödsinnig vielleicht. Ist gut so. Ja. Mach ein bisschen Setter. Als ich mit den Ultras zu drehen begann, spielten sie mir anfänglich die übliche Gewalttätershow vor. Viel Kraftmeierei und harte Sprüche. Ihr Gesicht jedoch wollten die meisten nicht preisgeben. Eine Szene zwischen Beichte und Muppet Show. Wir gehen in die Steinen oder an andere Partys. Da bekommen Leute Penalty an den Kopf, werden von uns runtergekickt. Absolut das Geilste, den Schweinehunden in den Kopf zu treten. Wenn einer fragt, hast du Zoff, bekommt er einen Penalty, sodass es spritzt. Jene, die sich mit uns messen können, die sind gut drauf. Wir brauchen einfach Leute, die stehen bleiben können, dreinschlagen, da sind. Ein richtiger, fairer, guter, geiler Fight. Auch wenn du ein paar in die Fresse bekommst, scheißegal. Das brauchst du, sonst wirst du geil. Du musst auch einstecken können. Nichts gegen meine Kumpels, aber die haben zum Teil Probleme. Ich habe auch meine Probleme, aber ich zeige, wie ich bin. Damit die anderen auch ein bisschen aufpassen, wenn sie mich sehen. Dass es nicht so gut ist, mir über den Weg zu laufen. Wer mir gut gesinnt ist, dem bin ich gut gesinnt. Wer mir schlecht gesinnt ist, den mache ich kaputt. Als Schläger konnten die Ultras vieles kompensieren. Vielleicht warst du auch schlecht in der Schule. Und im Kampf Mann gegen Mann warst du vielleicht besser. Und dort bist du vielleicht besser gewesen, im Kampf Mann gegen Mann. Die Leute haben über dich geredet und gesagt, der steht hin, kämpft. Dazumal in jenem Alter ist ja klar. Wer würde es nicht genießen, den Respekt, die Angst und all das, ist ja klar. Und alles, oder die Angst zum Teil, ist klar, dass das genießt irgendwie, oder? Ja. Ein Leben, in dem es halt viel Hass gab. Es gehört einfach zu mir. Ich habe das erlebt. Den Hass hast du an deine Opfer weitergegeben. Ja, wenn du das so sagst. Meine Opfer, ja. Mein Vater kam heim von der Arbeit, schlechter Laune. Zack, bekam ich ein paar Fäuste. Das hat sich mit den Jahren einfach gestaut. Bis ich zurückgeschlagen habe. Dann hat er aufgehört, als ich das zwei, dreimal machte. Psychisch bin ich einfach angeschlagen an gewissen Tagen. Meine Mutter starb. Gewisse Dinge früher sind einfach schiefgegangen. Und da ist bei mir die Gewalt ausgebrochen. Und mit Alkohol drehe ich einfach durch. Am Anfang ist es lustig, doch dann muss mir nur etwas Schlechtes reinkommen. Einer sagt, was ist du, müde Sau? Und dann knallt's. Ein fauler Spruch, dann raste ich aus. Kannst du dir vorstellen, dass dein Leben anders hätte verlaufen können? Also ganz normal, ja, vielleicht, das weiß ich. Ja, das ist sicher. Es wäre sicher anders gewesen, wenn ich von meinem Vater Liebe bekommen hätte. Familie und Kindheit anders gewesen wären. Das könnte ich mir gut vorstellen. Familie, Kindheit und so. Das war sicher, ja. Kann man gut vorstellen, ja. Als ich Jimmy, den gelernten Metzger, nach Jahren wieder treffe, erkenne ich ihn kaum mehr. Er wiegt über 120 Kilo, hat seinen Schädel kahl rasiert und einige Zähne verloren. Meistens verdient er sein Geld auf dem Metallabbruch, doch momentan ist er stellenlos, versucht sich um Jobs zu bewerben. Ja, Jörg. Ja.
Ja, die Bewerbung. Ja, da 10 Stück schreiben. Ja, den Computer habe ich schon mal gemacht. Also ist gut, ja. Okay, bis dann, gell. Ja. Jimmy, warum wolltest du hierher kommen? Ist das dein Lieblingsort? Das ist mein Lieblingsort, ja. So bin ich immer gern gewesen. Hier war ich immer gerne. Hab hier auch schon 3-4 Tage übernachtet, im Zelt, im Bunker drin. Bunkerinnen und alles, oder? Ja, das ist wirklich. Ja, ich bin gerne hierher gekommen. Bin ich gerne auch nicht. Bin in meiner Kindheit. In meiner Kindheit war ich oft hier. Oh, sind wir viel, haben wir Krieg hier haben wir einfach Krieg gespielt. Ja, gute Feste gehabt. Gute Feste kann so. Die Ultras hatten sich mit ihrer Gewalttätigkeit immunisiert. Sie war wie ein unsichtbarer Mantel, der ihre eigene Verletzlichkeit kaschierte. Was ist die schlimmste Wunde, wenn du an deinen Vater denkst? Ja, die schlimmste Wunde. Ja, als ich aus der Schule flog. Meine Eltern mussten in die Schule, das war in der dritten Klasse. Da musste ich wiederholen. Ich hatte eine Appenzellerhündin, Bella, und 3 Welpen, 10 Wochen alt. Bella, Appenzeller. Ja, und 3 Welpen, 10 Wochen alt. Ja, und die Lehrer sagten, ich müsse die 2. Klasse wiederholen. Ich muss einmal die 2. Klasse wiederholen. Als sie nach Hause kamen, nahm ich meinen Vater in den Keller und verprügelte mich. Abgeschlagen. Und als Strafe hat er im Keller die Hündin mit ihren 3 Welpen vor meinen Augen erschossen. 3 Welpen im Keller ab und vor meinen Augen erschossen, oder? Als Strafe, weil ich sitzen blieb. Ich musste dann alle 3 auf dem Miststock vergraben. Ja. Einfach so. Das ist grausam. Brutal. Ganz brutal. Da kam auch mein Hass. Das Hospital. Wenn wir deine Hand anschauen, da steht erstmal Hass. Hass auf wen? Hass auf wen? Oder indifferent. Plötzlich kann jeder zum Objekt deines Hasses werden? Nein. Es kommt darauf an. Es muss sehr speziell sein. Speziell, oder? Ich denke, das kommt von meinem Vater. Das hat er in mich reingelegt. Ja, das ist alles selber schon und in mir nicht weg, oder? In deiner Fantasie würdest du was mit ihm machen? Ich wüsste schon was. Was denn? Ich würde ihn quälen. Ihm auch gewisse Bilder vor die Augen setzen. Wenn wir auch gewisse Bilder vor die Augen setzen. Oder? Und was wir mit wie das mit den Hunden? Das würde ich tun. Was würde ich machen?
seltsam. Es ist seltsam. Wenn du mir das erzählst, spüre ich Trauer. Ich stelle mir den kleinen Jimmy vor. Konntest du anstelle des Hasses auch Trauer spüren? Oder sogar weinen? Wenn du an den kleinen Jimmy denkst, oder Ernst, so hast du ja geheißen. Das habe ich gehört, ja. Ich war oft traurig, ja. Mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, da musste ich manchmal unterbrechen. Irgendwie komisch auch, da müsste ich irgendwie dann mal unterbrechen, oder? Was einfach, ja. Das weiß ja jeder selbst, wenn er ein Problem hat. Also mit Gewalt unterbrechen. Dann gehst du zur Gewalt über. Da muss ich irgendetwas machen. Einen zusammenschlagen oder irgendwie. Der Saft muss raus. Also wenn du Trauer verspürst, gehst du in das Muster der Gewalt rein. Das Muster von der Gewalt rein. Das hilft. Dann muss ich das gleich umsetzen. Dann bricht der Hass hervor. Und dann, ja. Den kann ich so verarbeiten. Wenn ich das nicht mache, dann. Es macht einfach Klick. Und dann muss es raus. Steffi heißt die Serviertochter. Mit knapp 17 verliebte sie sich in den Ultra mit seinen furchterregenden Tattoos, wird mit Jimmy schwanger, bekommt ein Kind, Dominik, mittlerweile 10 Jahre alt. Seit einiger Zeit leben die Eltern getrennt. Wie nennt er dich? Papi. Ja, ja. Das ist schön. Das ist schön. Er sagt, er habe mich ganz fest lieb und so. Aus dem Nichts heraus kommt das. Beim Spazieren oder beim Singen oder so. Dann kommt er zu mir, hält mich. Und das ist etwas Überwältigendes. Papi Jimmy, ja? Hallo. Wo bist du? Da bin ich im Kindergarten. Das war im Kindergarten. Zeig, oben, das Oberfeld, da. Da. Bin ich da, ja. In der Mitte, ja? Ja, ja, das war Kindergarten gesehen. Das, ja, da sind meine. Das war mein Hund. Da, die drei Welpen. Drei Welpen, oder? Ja, zeig mal, ja, zeig. Da, oder? Ui. Aber da. Vom Gericht hast du auch eine Vorladung. Ja, da habe ich auch. Ja, muss ich auch noch her, am 4. Mai. Weswegen? Ja, schwere Körperverletzung. Was war denn? Das war 2009, als ich in einer Disco in der Steinen. Was hast du mit dem Typ gemacht? Ja, dann verhauen. Verhauen, ja. Ja. Danach noch immer. Kieferverletzung, Rippen gebrochen. Rippen gebrochen und alles. Oder, ja. Also schwere Körperverletzung. Ja. Und dann habe ich eben noch. Nachher mit einem Stuhl noch. Und dann habe ich eben noch einen Stuhl genommen am Schluss. Ja, Stuhl haben ich noch genommen am Schluss, oder? Ja. Alles mit Alkohol. Alkohol hast du keinen Intus? Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber ja. Ja. Aber was war der Auslöser? Er hat mich provoziert, herausgefordert. Wie provoziert? Er hat mich beelendet. Er beherrsche den Kampfsport, ob ich das auch könne. So, einfach
Faul angemacht. Faul angemacht, ja. Er hat Kampfsport gemacht? Ja. Er hat gesagt, er hat mich einfach voll beelendet. Und da habe ich ihm gesagt, er soll sich verpissen. Ja, und haben gesagt, er soll sich verpissen, oder? Ja. Und er hat mir auch gesagt, er hat einfach weitergemacht. Und da habe ich ihn geschubst und so. Er wollte zurückgeben, ich wehrte ihn ab. Dann eskalierte es. Schwedenkuss, oder was? Ja, ein Schwedenkuss. Dann fiel er die Treppe runter. Er wollte abhauen, da habe ich ihm einen Stuhl nachgeschmissen. Und dann, ja. In der Steinen draußen war das. Was ist, denn das Geheimnis einer Straßenschlägerei? Ganz schnell zuschlagen? Ja, schnell. Schnell. Schneller als der andere einfach. Das ist so. Ich glaube, der Jimmy ist für mich. Jimmy ist für mich halt. Jimmy ist 3 Jahre älter als ich. Ich habe als kleiner Bub meinen Bruder verloren. Und Jimmy ist halt dadurch ein Spezialfall. Er war immer mein Bruderersatz. Jimmy ist halt ein Spezialfall. Oder? Ich glaube, Jimmy ist immer so mein Bruderersatz gesehen. Wir haben uns kennengelernt und gleich verstanden. Es stimmte alles. Und es hat alles gestummen und. Wir haben zusammen viel Scheiße erlebt. Wir sind füreinander eingestanden. Mein Vater fand, deine Kollegen sind asoziale, bla bla bla. Das Phänomen Jimmy halt. Mit Jimmy konnte ich stundenlang schwatzen. Wir siegen! Zeig mir die Vorlage. Ich wundere mich. Sein türkischer Vater gab ihm den Namen Göktürk, türkischer Himmel. Und für den hatte sich Gök schon als Kind stets geschämt. Du musst sagen, wie es optimal ist. Wie soll ich dir das erklären? Jeder wächst anders auf. Ja, ich habe es sicher. Ich habe es sicher nicht einfach gehabt. Einfach geholt, ja. Schon allein wegen des Multikulti, Vater Türke, Mutter Deutsche. Ja, das war halt oft nicht so einfach. Vielmals nicht so einfach gewesen. So. Zu Hause oder gehänselt in der Schule? Ja, es ist zu dieser Zeit. Es war damals, ich war, glaube ich, der einzige Türke im Schulhaus. Ich glaube, der einzige Türke im Schulhaus gesehen, zu dieser Zeit. Oder einer der wenigen. Ja, und. Da gab es Dinge so wie die Tinken, stinken die Türken, solltest du würgen. Und ja, man ist halt zur Schulzeit, zu dieser Zeit. Ja. Und das ist das. Damit konnte ich ja leben. Mein Problem war einfach der Multikulti-Stress zu Hause. Ziemlich geschwollen jetzt. Jetzt habe ich einen dicken Hals. In 2-3 Stunden ist es abgeschwollen. Spätestens morgen ist es gut. Es ist nicht zu weit unten. Ein Arbeiterquartier in Muttenz. Hier ist Göck in einer engen Dreizimmerwohnung aufgewachsen. Der Vater, Yavuz Termann, verstand sich als aufgeklärter Türke, korrekt bis in die Fußspitzen. Ohne Krawatte habe ich den schmächtigen Mann von Beruf Metallgießer nie gesehen.
ist unsere Staat, die türkische, modern Türkei gegründete Mustafa Kemal Atatürk, unser also Führer, damalige, heutige moderne Türkei gegründet hat. Also ich bin also Anhänger von Atatürk, also moderne, auf diesem Grunde ich immer sein Bild immer bei mir habe. Musstest du eine Krawatte anziehen, schon als Kind? Ja, also mein Vater wollte, dass ich zur Schule gehe, mit Krawatte und einem schönen Anzug. Ja. Mit der Krawatte? Ja, mit Krawatte und einem schönen Anzug, oder? Ich weiß, einmal hat er mich gezwungen. Ich ging so zur Schule und das war einer der übelsten Schultage. Ja. Alle lachten mich aus. In der Pause gab es Schlägereien. Nicht so Schlägereien gehen und so, oder? Und das ist egal. Ich glaube, einer der übelsten Schultage gesehen. Merke ich immer, wenn er springt, die Treppe. Die Schlüssel klappern immer. Ja. Mutter Ingrid hat ihren Göck doppelt lieb, nachdem sie ihren anderen Sohn verloren hat. Tag. Küsschen für die jüngere Schwester, Marcide. Ja. Beinahe verlegen, so schien es mir, begrüßt Göck seinen Vater, der gegen die Familie immer wieder gewalttätig geworden ist. Deine Mutter hat dir immer geholfen gegen den Vater. Ihr habt zusammengehalten. Ja. Ja, das ist einfach so. Seit ich mich zurückerinnere, seit ich ein kleiner Hosenscheißer war, mit der Mutter hat es gestimmt, alles. Ist einfach, ja, mit der Mutter hat es wirklich gestimmt, oder? Alles. Hey, Bubeli, komm. Komm, Atta, komm, Domi, komm, Atta, komm. Bubeli, den Pitbull, hatte sich Göck, wie es sich gehört, als Kampfhund zugelegt. Atatürk hängt nicht mehr an der Wand. Und auch Vater Termann lebt nicht mehr. In diesem engen Mutter-Sohn-Verhältnis hatte es für Göcks Vater nie einen Platz gehabt. Sie hat immer zu dir gehalten, durch dick und dünn. Ja, schon. Hast du sie später geschützt vor deinem Vater? Möglich war es, geschützt vor deinem Vater. Ich habe das als kleines Kind schon versucht. Ja, klar, das ist halt. Hat nichts gebracht, ist nie gut rausgekommen. Wie hast du es versucht? Indem ich auf den Vater losging. Als Sechsjähriger oder Kleiner? Als Kind schon. Ich habe es gesehen und geschrien. Ich wollte einschreiten. Mit 5 oder 6. Wie alt bin ich da? 5, 6, oder? Das hat mich damals schon recht aggressiv gemacht. Ja, schon recht aggressiv gemacht hat, oder? Immer wecken. Kollege ist da. Ja. Kollege. Und kommt nachher. Er kommt nachher. Also, okay. Geht das gut mit Glück? Und hier bist du, wir zwei. Ja, super. Kein Problem, helfen uns gegenseitig. Untereinander. Wie? Gehen viel zusammen weg. Daten, wenn ich nicht selber spiele, aber dann schaue ich zu. Ja. Und dann noch mit Bubelito. Ab und zu. Aber sonst geht alles tipptopp perfekt. Super, ja.
Vater Javus Termann hatte damals für seinen Sohn 15.000 Franken von seinem Pensionsgeld ausgelöst, damit Göck einen eigenen Musikclub eröffnen konnte. Kennst du es noch? Es hat sich schon verändert. Das war die Garderobe, Eingang, Kasse, Garderobe. Der Vater hatte gehofft, dass Göck, der seine Straßenbaulehre nie abgeschlossen hatte, diesmal erfolgreicher sein würde. Es ging in die Hose, wie? Leider. Hat das eure Beziehung nicht zu sehr belastet? Die war eh schon am Arsch. Als er vor 12 Jahren noch lebte, begleitete ich den stolzen Vater Termann auf seiner Besichtigungs- und Kontrolltour im Club seines Sohnes. Alles roch nach Neubeginn für Göck, das Sorgenkind der Eltern Termann. Göck arbeitete damals Tag und Nacht für seinen Traum von Erfolg und Geld, den, wer weiß, wohl auch sein Vater mit ihm geteilt hatte. Es war auch sein Drängen. Er sagte immer: Macht was, selbstständig. Er war ehrgeizig. Ja, was seine Kinder anbelangt. Wir mussten ehrgeizig sein oder sollten. Nach wenigen Monaten musste Göck seinen Club schließen. Es tat mir leid für ihn und seinen Vater. Einmal mehr hatte der Sohn ihn enttäuscht. Ich habe meine Hoffnung alles verloren. Was soll ich machen? Fertig. Eine Mutter ist halt anders als ein Vater, oder? Weil ein Vater hat ein Kind nicht 9 Monate getragen. Eine Mutter hat das gemacht. Sicher nicht der Vater, oder? Wir mussten uns quälen, nicht die Männer. Vater Javus Termann, der starke Raucher und Kaffeetrinker, hat seinen Grabstein auf dem christlichen Friedhof in Münchenstein. Er wollte nicht nach muslimischer Sitte begraben werden. Engelsfiguren hatten es ihm zeitlebens besonders angetan. Engel, Islam, Multikulti. Klischees helfen da wenig weiter. Und am Schluss, am Totenbett, konntet ihr euch noch finden? Ja, wir sind, glaube ich, ins Reine gekommen, kann man sagen. Es ist halt anders, jemanden auf dem Totenbett zu sehen, wie er stirbt. Dort haben wir, man kann sagen, Frieden gemacht. Ja, es ist schon nicht jetzt unbedingt als Ja, es war nicht unbedingt nur am Totenbett. Es hat angefangen mit seiner Krankheit. Irgendwann kam man sich wieder näher. Glorreichen Vier. Zu ihnen hatte auch Nevio gehört. Gelernter Metzger wie Jimmy. Aber der Secondo aus Apulien hat sich eine solide Existenz aufgebaut. Angestellter bei der Stadt Basel. Im Winter jobbt er bei der Kunsteisbahn und im Sommer arbeitet er als Bademeister. Cool.
Ich schmunzle, als ich den Berufswunsch seines Sohnes Dwayne erfahre. Polizist. Auf den Namen Dwayne war Nevio wegen dem Wrestler und Action-Schauspieler Dwayne The Rock Johnson gekommen. Was für Gefühle hattest du, als dein Vater sagte, er habe auf der Straße geschlägert? Ich fand es cool. Du siehst, dass dein Vater stark ist. Das ist eigentlich ein tolles Gefühl. Ist das eigentlich ein tolles Gefühl? Ja. Kannst du stolz auf ihn sein? Ja. Was hat dir am meisten geholfen, dich neu zu orientieren, von dieser Szene wegzukommen? Erstens mal die Geburt meines Sohnes Dwayne. Als er kam, dachte ich, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Entweder mache ich weiter und verliere meine Familie oder habe kein Geld mehr, lande im Knast. Oder ich höre auf damit, gehe arbeiten. Ich habe mich für Familie und Kinder entschieden. Ich wollte nicht, dass mein Sohn irgendwann sagt, mein Vater ist im Gefängnis wegen Gewalt oder sonst welchen versuchten Morden. Gewalt oder sonst irgendwelche versuchten Mord und so. Vor 14 Jahren war Dwayne noch ein Dreikäsehoch gewesen. Einige Zeit nach diesen Aufnahmen trennte sich Nevio von seiner Frau, der Jamaikanerin Lisa. Hey. Ja. Ich hole meins auf. Ja, ich bin. Anstatt mit den anderen Ultras herumzulungern in der steilen Vorstadt, war jetzt Kinderhüten auf dem Spielplatz angesagt. Dem zärtlichen Vater Nevio lag der Einsatz seiner Faust und seines Schädels allerdings immer noch im Blut. Mehrmals wöchentlich trainieren Nevio und Dwayne zusammen. Nevio war schon immer seriös gewesen. Wenn die anderen Ultras Bier stemmten, trank er Mineralwasser. Nevio, bist du stolz auf deinen Sohn? Ja, ich bin stolz, ja. Ja, ich bin stolz. Ich habe mir immer einen Sohn gewünscht und auch, dass er irgendwann mit mir trainieren wird. Egal was. Wenn er größer ist, bei mir kommt trainieren, ist gleich was. Dass wir zusammen Sport machen können, dass wir gleichziehen in Sachen Sport und seriös leben. Seriös leben. Ich denke, wer Sport betreibt und gezielt trainiert, ist diszipliniert. Man sieht es bei ihm. Er kommt, hat Interesse. Doch, ich bin stolz. Doch, ich bin stolz. Find's gut. Kommt! Einfach locker, bewegt euch auf die Zeche. Fuß zusammen. Fuß zusammen. Ich habe ihm gesagt, wenn du dreinschlagen willst, da, Sandsäcke. Sandsäcke. Da gibt es Gegner, da kannst du dreinschlagen. Ich weiß, oder, dass er ist nicht ein. Er ist kein Schlägertyp. Er ist nicht aggressiv. Ich kenne ihn. Wenn mir jemand sagt, er habe einen zusammengeschlagen, was schon vorgekommen ist, dann sage ich, Dwayne, das kannst du gerade vergessen. Da halte ich die Hand ins Feuer. Er ist nicht so. Er redet zuerst mit mir. Er kann mit mir über alles reden. Wenn er einen zusammengeschlagen hat, irgendetwas gestohlen hat, dann reden wir zusammen. Nicht wie bei meinen Eltern. Sie waren Immigranten, da gab es Gleichschläge. Ich weiß, wie sie in diesem Alter sind. Man muss mit ihnen reden, viel reden und verstehen. Wenn man das nicht macht, geht der Schuss hinten raus. Wenn ich ihn immer zusammenschlage, wird er aggressiv. Dann lässt er seinen Scheiß auf der Straße raus. Das gibt's nicht. Das geht's nicht.
Gibt es etwas Entscheidendes, das du anders machen würdest? Also im Rückblick. Also wie gesagt, ich bereuen? Sagen, nein. Ich wusste ja, was ich tue. Ich wollte das. Ich habe viel daraus gelernt. Vielleicht würde ich es anders machen. Vielleicht mich berufsmäßig weiterbilden. Vielleicht diese Richtung. Das Leben ist halt ein Kampf. Du musst dich durchboxen. Ich musste mich immer durchboxen, von klein auf, seit dem Kindergarten. Mich durchschlagen, kämpfen. Das ist mein Leitmotiv. Das behalte ich bei. Den Namen deiner Mutter, warum hast du den da drauf? Ich habe... Ich habe meiner Mutter sehr viel Leid angetan mit dem, was ich gemacht habe. Sie ist an Krebs gestorben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch schuld daran bin, am Stress. Ich habe ihr sehr viel Leid angetan. Und am Schluss... Einzige, was sie wollte sehen. Die Einzige, den sie sehen wollte, bevor sie starb, war ich. Trotz allem. Trotz allem, Mann. Schön. Ja. Nein. Aus Vergnügen waren die Ultras nicht das geworden, was sie waren. Es ging eher um Techniken des Überlebens. Nie hätte ich gedacht, dass ich die Ultras 20 Jahre lang begleiten würde. Sie sind mir ans Herz gewachsen. Irgendwie. Vielleicht darum, weil sie von Anfang an keine guten Karten gehabt hatten. Scheiße, wie sie selber sagen würden. Und einmal mehr muss Jimmy vor Gericht erscheinen, wegen einer schweren Körperverletzung, begangen im Jahre 2009. Das Urteil lautet auf ein Jahr unbedingt. Damit hatte Jimmy nicht gerechnet. Das bringt den Ultra völlig außer sich. Das heißt Electronic Monitoring, Fußfessel. Das heißt Fußfessel. Das kann man aber, glaube ich, nur machen, wenn es... Das ist ein Klientengespräch, da muss er sein Einverständnis geben. Komm, lassen wir es. Komm, Jimmy, komm. Nein, nichts, fertig. Ich versuche ihn zu beruhigen, aber Jimmy ist mit seinen Nerven fertig. Gut für mich, gut. Ich habe Schlimmeres erwartet. 23 Monate. Was hast du gekriegt? 12 Monate. Und die musst du absitzen. Man muss schauen, mit Fußfesseln. Mal schauen, wie das geht. Dann nehmen wir halt die 12 hin. Aber bei guter Führung, dann hast du vielleicht noch 8 Monate. Nein, es ist vielleicht noch 8 Monate, oder?
Also dann, ich muss. Wir hören uns schon. Ja, sicher. Also, Emil. Riesling, schöne, gell? Im Laufe der Jahre habe ich vieles im Leben der Ultras gelernt zu verstehen. Und doch heißt vieles verstehen, vieles verzeihen. Gleich im Anschluss berichten wir über jugendliche Täter, die sich mit Fäusten Gehör verschaffen und dabei Opfer ihrer selbst werden.